Ja, jetzt sind wir hier bei unseren Wölfen angekommen und die Wölfe, das sind Hetzjäger im Rudel. Die jagen im Rudel zusammen, weil sie größere Beutetiere jagen und ein Wolf alleine wäre dazu gar nicht in der Lage. Genau deswegen leben und jagen die eben in einem Rudel zusammen. Das ist dann einfacher, das funktioniert. Ja, und die Wölfe, die können dann Hirsche bis hin zur Elchgröße jagen. Und wir wollen jetzt hier zuerst einmal füttern und danach können wir uns noch genauer über das Leben der Wölfe dann auch unterhalten. Jetzt kommt! Jetzt zeigen sich hier schon einige Wölfe und man sieht jetzt hier graubraune Wölfe. Hier in der Mitte ist auch noch ein schwarzer Wolf zu sehen. Bei uns gibt es hier die kanadischen Timberwölfe. Beide Fellfarben können in einem Wurf vorkommen. Das ist die Anpassung an den Lebensraum, denn die bewohnen dunkle, dichte Wälder sowie das offene Gelände. Und mit beiden Farben ist man da hervorragend angepasst. Ja, die Wölfe, die es wieder bei uns in Deutschland gibt, das sind dann europäische Wölfe. Die sind kleiner und leichter als die Timberwölfe hier. Ja, und da gäbe es nur die graubraune Fellfärbung, also würde man da keine schwarzen Wölfe finden. Ja, bei uns in Deutschland gibt es ja wieder seit einigen Jahren Wölfe, man spricht ungefähr von 100 Wolfsrudeln momentan. Die leben dann im nördlichen Bereich Deutschlands, hauptsächlich in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Da ist noch ein schwarzer Milan unterwegs, wenn Sie da nach oben schauen. Vielleicht kommt er auch nochmal runter, die versuchen sich hier immer wieder auch nochmal einen Fleischbrocken zu erhaschen. Einzelne Wölfe sind aber auch in den anderen Bundesländern unterwegs. Die streifen dann durch die Gebiete, suchen nach geeigneten Revieren oder eben nach einem Partner, denn ohne den lässt sich natürlich kein neues Rudel gründen. Ja, da davor gab es auch schon Wölfe bei uns in Deutschland, die hat man damals aber erfolgreich gejagt und ausgerottet. Das Problem war nicht, dass sie uns direkt gefährlich geworden sind, denn Wölfe sehen uns Menschen nicht als Beute an. Das Problem war schon immer, dass es unsere Nahrungskonkurrenten waren und große Raubtiere wie Bär, Wolf und Luchs sehr schnell gelernt haben, dass Haustiere, die wir daheim halten, eine leichte Beute darstellen. Warum sollte denn der Wolf auf kilometerweite Hetzjagden gehen, wenn die Kuh angebunden oder Schafe oder Ziegen eingepfercht waren? Ja, genau da ist aber damals auch die Problematik entstanden. Früher als Bauernfamilie hatte man nicht sehr viele Haustiere. Die wenigen Haustiere, die man hatte, die waren für den Eigenbedarf gedacht. Und wenn dann natürlich so ein Jäger wie der Wolf kam und da was gerissen hat, konnte das damals sehr schnell existenzbedrohend werden. Und genau deswegen hat man den Wolf gejagt und schlussendlich auch ausgerottet. Wichtig ist heute, dass man aufklärt und auch die Tierhalter unterstützt. Denn, wie gesagt, nach wie vor will der Wolf von uns Menschen direkt nichts wissen. Doch auch hier gibt es immer wieder die Problematik der Haustiere. Und da muss man jetzt einfach schauen, ja, wie man den Wolf auf Abstand halten kann, damit die Haustiere sicher bleiben. Und dafür muss man testen, welche Zäune nützen denn effektiv gegen Wölfe oder kann man vielleicht auch andere Methoden verwenden. Zum Beispiel Herdenschutzhunde, das sind große Hunderassen, die setzt man in Schafs- oder Ziegenherden zum Beispiel rein. Dort wachsen die auf und sehen diese Tiere als ihr Rudel an. Das Rudel wird immer verteidigt, egal ob da vierbeinige Diebe kommen, wie Bär, Wolf oder Luchs, aber auch zweibeinige Diebe trauen sich da auch nicht mehr ran. Ja, man sieht jetzt hier einen Wolf, der momentan dreibeinig unterwegs ist. Und ja, man sieht auch, dass es immer wieder mal belastet. Wenn die hier umher tollen und rumrennen, kann es immer mal wieder sein, dass sich da einer verstaucht oder irgendwo hängen bleibt. Das tut eine Weile weh. Natürlich ist es unter Beobachtung. Die Wölfe wissen aber genau, dass man das eben schonen muss. Genau deswegen hebt er die Pfote hoch. Der kann problemlos auf drei Pfoten laufen und eben somit mobil bleiben. Kann es aber schonen und erst dann wieder einsetzen, wenn es wieder richtig geht. Und das wird auch bestimmt wieder gut verheilen. Ja, in so einem Rudel bekommt nur der Leitwolf mit der Leitwölfin einmal im Jahr Nachwuchs. Das sind im Schnitt dann 2 bis 6 Welpen. Können natürlich auch mal ein paar mehr sein. Paarungszeit ist im Februar. Im Ende April, Anfang Mai kommen im Normalfall dann die Welpen auch zur Welt. Aber auch hier bei uns in selbstgegrabenen Bauten und Höhlen, also hier unten im Wald, da können wir selber auch nicht reinschauen, wissen also auch nicht genau, ab wann die genau Jungtiere haben und wie viele das sind. Das sieht man auch, wir oder auch wir Tierpfleger sehen das erst, wenn die ein bisschen größer sind und dann auch aus dem Bau herauskommen.